Willkommen zurück zu Folge 8 von Vampire Storm 2. Was bisher geschah? Valar und Elaine konfrontieren Asuka und Jaina auf dem Dach des Schlosses, doch stolpern in die Mitte der Skelettjahreshauptversammlung. Das magische Schwert aus der Höhle entpuppt sich schnell als ein Prank von Jaina. Asuka demoliert es vor den Augen des Vampirpärchens. Doch es kommt noch härter. Asuka flext seine Medusa-Muscles und zaubert einen Versteinerungszauber. Valar und Elaine sollen fortan das Interieur einer Höhle als Statuen verschönern. Asuka löst dann auf, was es mit den Skeletten auf sich hat. Dies sind scheinbar die sterblichen Überreste der Elras-Magier, die Asuka per mächtigem Zauber wieder zum Leben erweckt. Doch das zieht Askas Kraftreserven ziemlich runter und in Folge sinkt er in die Knie. Zeit für die dunkle Seele, die damals von Strife auf Asuka übergewandert ist, einen neuen Wirt zu suchen, nachdem er Askas Akku relativ leer genuckelt hat. Fündig wird Meister Gadar, wie er von den Elras-Magiern genannt wird, bei Jaina. Und so wissen wir, dass es nicht oder zumindest nicht vordergründig Asuka war, der die Weltumwandlung zu verantworten hat. Er kennt entsetzt, was er da angerichtet hat und versucht, sich aus dem Staub zu machen. Gadar/Jaina yeetet ihn dann auf einen anderen Kontinent. Homerun, wo Asuka fortan mit zerstörter Ausrüstung und auf Level 1 von vorne beginnen muss. Er schlägt wörtlich in einem Wald auf und kämpft sich durch eine unterirdische Höhle, bis er einen fahrenden Händler entdeckt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn mit seinem Gesicht passiert? Das sieht so anders aus. Ich sehe so viel davon, das verwirrt mich. Keine Sorge, der Bart kommt zurück. Es ist nicht einfach so, dass ich den neuen Babyface-Look rocke, sondern ich habe mich dieses Jahr entschieden, beim Movember teilzunehmen. Wer mein Virtuaverse-Let's Play verfolgt, dem habe ich bereits erklärt, was es damit auf sich hat. Möchte es hier aber auch nochmal wiederholen. Beim Movember geht es darum, sich am 1. November komplett glatt zu rasieren und im weiteren Verlauf des Monats einen Schnörres stehen zu lassen. Ja. Wir haben jetzt gerade den 5.11. zum Zeitpunkt der Aufnahme, das heißt, ihr könnt jetzt hier schon meinen wunderschönen 5-Tage-Oberlippen-Flaumbart begutachten. Warum mache ich das? Einfach nur, um scheiße auszusehen? Nein, es geht auch um das Thema Männergesundheit. Und zwar, mithilfe seiner Gesichtsmode oder Bartmode soll man eben in eine Konversation über das Thema Männergesundheit kommen und das als Aufhänger nutzen. Und das mache ich hier einfach mal, denn es ist so, das ist ein dringendes Thema, weil Männer einfach im Durchschnitt 5 Jahre weniger oder kürzer leben als Frauen. Die haben eine kürzere Lebenserwartung. Prostatakrebs ist auch ein sehr unangenehmes Thema, ist aber die Krebsart, die am 5. häufigsten zum Tode führt in Deutschland, trotz der Tatsache, dass es nur Männer oder Menschen, die bei der Geburt männlichem Geschlecht zugeordnet werden, betrifft. Und dann ist da noch das Thema Suizid, denn 9.500 Suizidfälle haben wir im Durchschnitt in Deutschland jedes Jahr. Davon sind 75% oder 7.000 Stück Männer. Das kann man drehen, wie man es will, das ist zu viel. Das Thema Männergesundheit ist ein wichtiges, worüber ich auch aufklären möchte. Dementsprechend werde ich hierzu auch ein gesondertes Video machen und euch jetzt mal mit diesem Wortschwall über das Thema in Ruhe lassen. Aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das als Aufhänger nutzt, um mein entsprechendes Video zu dem Thema zu gucken und gegebenenfalls auch überlegt, für diese Sache zu spenden. Denn wie gesagt, 5 Jahre kürzere Lebenserwartung bei Männern, da müssen wir was dran tun, Männer sterben zu früh. Punkt. Jetzt befinde ich mich allerdings immer noch im Wald und stehe vis-à-vis mit diesem blauhaarigen, ich glaube, es ist ein fahrender Händler, ich habe ihn zumindest im Intro so vorgestellt. Da wollen wir doch mal gucken, was er zu sagen hat. Shahiro. So ein Mist. Wer bist du denn? Mein Name ist Shahiro. Ich bin eigentlich ein Händler für Heiltränke aller Art, aber dummerweise habe ich mich in der Höhle westlich von hier verfahren. Ich wollte von Mirana nach Erana, aber nun hat es mich in diesen gottverdammten Wald verschlagen. Wo sind denn deine Pferde? Die verdammten Mistviecher sind auch fortgerannt, als sie die paar Monster hier gesehen haben. Und nun stehe ich natürlich reichlich dumm da. Du sagtest, du verkaufst Heiltränke. Hast du Interesse? Na klar. Na, zeig mal, was du hast. Wow, hätte nicht gedacht, dass ich hier einen Kunden bekomme. So, jetzt kann ich kaufen, ich kann mir einen Heilbalsam gönnen. Trank der Ewigkeit, das ist hier sowas wie die Phönixfeder. Krankheitsserum habe ich auch. Schlafmittel, kuriert Rasen, sollte im Kampf verwendet werden. Ehrlicherweise finde ich diese Heilbalsame gar nicht verkehrt. Ich kaufe mir davon jetzt einfach mal 5 Stück, weil das die einzige Möglichkeit für mich ist, irgendeine Art von Heilung wieder zu gewährleisten. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier wegkomme. Gut, das ist relativ uninteressant jetzt gewesen. Er ist einfach nur ein Shop. Ich dachte, er ist jetzt irgendwie mein nächster Quest-Gegenstand, der Herr. Ich kann aber seine Gedanken lesen. Das war ein verdammter Mist. Wie konnte ich nur so blöd sein und mich verfahren? Ja, hier ist noch eine Schlange. Ich glaube, die greift mich jetzt an.
entledigen wir uns mal diesen Viechern. Ja, ich finde, in puncto Bartmode, das sieht jetzt aus. Jeder von uns hatte diesen einen Schulkameraden, ne, der damals pubertätsmäßig, testosteronmäßig ein bisschen vor den anderen war und so einen Oberlippenflaum hatte, den er sich partout nicht abrasieren wollte. Das sah dann kriminell scheiße aus. Und das heißt, führte dann dazu, dass man hier so ein bisschen Flaum hatte, was einfach nur sehr mittelmäßig aussah. Und genau so sehe ich jetzt aus. Diese Übergangsphase von, sag ich mal, glatt rasiert zu Schnörres wird super awkward aussehen. Und das ist genau die Phase, die ihr in diesem Let's Plays sehen werdet. Wenn euch das zu sehr verwirrt, nehmt einfach einen Post-it-Tipp und packt das über mein Gesicht drüber. Ja, wirkt Wunder. Ist auch eine generelle Strategie, falls ihr keine Lust habt, mir ins Gesicht zu gucken. Geht in auf jedem Device. So, ich habe es raus aus dieser Höhle geschafft. Dachte ich. Okay, die Höhle westlich von hier. Jetzt sind natürlich diese Monster respawned. Jetzt habe ich keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Also er hat von einer Höhle westlich von hier gesprochen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht auf der Weltkarte, wo ich da noch hin könnte, sollte, müsste. Und die Gegner sind gar nicht mal so ohne. Zumindest die Schlange. Das heißt, ich werde gleich wieder einen dieser Heiltränke benötigen. Ich kenne mich mit dem RPG Maker 2003 nicht ganz so gut aus, aber auch hier scheint das Limit bei 100 Seelen zu sein. Das heißt, ich bräuchte relativ... Nein, lass mich in Frieden! Relativ kurzfristig gleich auch die Möglichkeit, diese mal ein wenig ja, gegen irgendetwas einzutauschen. Nicht wahr? Ich bin extrem beschränkt. Ich habe gedacht, dass ich aus dieser Höhle irgendwie gerade rauskomme, map-technisch. Ich habe es nicht geschnallt, dass ich einfach nur einen Teil nach links und dann wieder nach oben gehen muss. Sehr schön. Oh, verdammt, das ist jetzt hoffentlich nicht die Höhle, die ich denke. Oh, sehen wir etwa einer Reunion unserer Party entgegen. Manchmal ist das Offensichtliche so nah, ne? Das ist dieser Beifahrereffekt, man sieht's einfach nicht. Es ist wieder eine gedankliche Top-Leistung hier von mir. Aber ihr kennt das inzwischen. Das Vieh sieht ein wenig stärker aus. Ja, wir zaubern mal den Eiskristall. 42, immerhin. Jetzt das erste Mal Blut saugen. Zack. Das heißt, ich bin jetzt wieder bei 32 Blut. Das ist schön. Und er blutet. Das scheint mir so ein Giftgedöns zu sein. Finde ich persönlich sehr cool. Sehr schön. Dafür gibt es 50 Erfahrung und eine Seele. Okay, also das Teil sah irgendwie gefährlicher aus, als es dann letzten Endes war. War wahrscheinlich keine schlechte Idee, sich diesen Heilbalsam unter den Nagel zu reißen. Was ist das denn bitte? Da scheint mir irgendein Pflanzengegner zu sein. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Beziehungsweise ich schaue mal, was ich hier sonst noch so finde. Da ist doch ein Geheimgang. Verseuchtes Wasser erhalten. Das ist doch perfekt. Man hat mir den Tipp gegeben, ich solle stärker auf das Thema... Ja, ich besiege das Teil jetzt. Ich solle bei den Kämpfen stärker darauf achten, auch mal das Eis zu benutzen, gerade wenn ich gegen tierische Gegner kämpfe. Finde ich keine schlechte Idee bei diesem Panther-Katzen... Großkatzenvieh. Carol Baskin-Tier hat es geholfen. Das achte ich als gute Strategie. Wenn ich kein Blut saugen kann, bin ich da immer so ein bisschen konservativ, was meine Blutpunkte anbelangt. Hierfür bekomme ich 35 Erfahrung pro Gegner. Das ist auch nicht verkehrt, dafür, dass die kaum Schaden machen. Aber 50 für diesen großen Tiger, das wäre ein bisschen mickrig, du. Da hätte ich mir mehr von erhofft. Und ja, hierbei scheint es sich wirklich um die Höhle zu handeln, in der sich, also ich könnte mir vorstellen, dass das die Höhle ist, in der sich auch Valna und Elaine befinden. Ich bin mal gespannt, wie er die beiden da überzeugt kriegt, jetzt zusammenzuarbeiten. Weil selbst wenn man Meister Gardama raus aus der Gleichung zieht, ist es ja immer noch so, dass die beiden oder die drei in der letzten Konfrontation sich ja in dieser Äther-Ebene gekloppt haben, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Zack. Und ich versuche jetzt mal, was das Thema Absuchen anbelangt, in eine vernünftige Balance zu kommen. Also ich weiß, dass ihr das auch... Ah, hier scheint es eingestürzt zu sein. Dass jetzt wirklich, wie ich das jetzt hier gerade mache, jeden Rand abzusuchen, ist zwar etwas, was ich sehr gerne mache, aber ich versuche eher mit der Map zu arbeiten. Aha. Heilbalsam erhalten. Immerhin. Genau, also...
versuche mal eine gesunde Balance zwischen alles erkunden und eure Zeit verplempern zu finden. Das wäre ja nicht verkehrt. Hier unten sehe ich eine Schatztruhe, die sofort mein Interesse weckt. Aha! Ja gut, das wird spannend gleich. Ich würde die beiden, glaube ich, jetzt erstmal abholen und dann hoffentlich habe ich auch die Gelegenheit, weiter zu erkunden, weil ich glaube, zu dritt macht das kampftechnisch mehr Spaß. Kann sein, dass das aber eine völlige Sackgasse ist, in die ich mich da gerade jetzt reinspiele. Und dass es danach weitergeht und ich danach ziemlich unterlevelt bin. Aber es ist ja meine Rechnung. Also mit zu dritt macht es mehr Spaß, die Gegner zu zerkloppen, als alleine. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie ich zu den beiden hinkomme. Nein! Gut. Ich frage mich, also viele dieser Höhlen, in Sachen Game Design ist man dazu hingegangen, viele der Höhlen sozusagen so circular zu machen. Das heißt, du gehst einen bestimmten Weg, dann bist du am Ende angelangt und dann gibt es einen Shortcut, wie du sozusagen zurückkommst zum Start. Man merkt vielleicht, dass ich in den letzten Tagen die US-Wahl intensiv auf CNN verfolgt habe, dadurch, dass mir keine deutschen Wörter mehr einfallen. Ich erwarte jetzt einfach mal, dass es hier runtergeht und ich dann woanders wieder hochkomme. Aber ich lasse hier ganz viele Secrets liegen. Oh, hier ist eine Schatztruhe, die möchte ich haben. Put, 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 put. Aha. Ring des Geschicks erhalten. Der wird sofort ausgerüstet. Asuka ist ja als der geschicklichste Mensch der Welt bekannt. Komm, Kätzchen. Oh, oh. Nein. Ah, Mist. Gut. Dann halt so. Wir kämpfen wieder mit dem Eiskristall. Biss verfehlt. Sehr schön. Und dann Blut saugen. Wird mir auch angezeigt, wie viel Blut? Nee, wird mir nicht angezeigt. Das war bei Vampire's Dawn 1 anders. Da wurde mir wenigstens angezeigt, wie viele Blutpunkte ich bekommen habe. Ja, man muss dazu sagen, wenn man einmal gegen dieses Vieh kämpft, also gehen dann schon so ein Heilbalsam geht flöten. Ich hoffe, sehr bald einen Heilzauber zu bekommen, denn im Moment ist so das Thema Heilbalsam so das Einzige, was mir vor dem langsamen und graduellen Tod ein Regenerationstrank, was mich daran hindert, jetzt langsam zu sterben. Gut. Ja, hier ist wieder so eine Pflanze, die kann ich recht komfortabel umgehen. Hier muss doch ein Geheimgang irgendwo sein. Den Kampf überspringe ich jetzt mal. Total vergessen, wieder zu sprechen. Okay, also es scheint mir, dass diese Etage wirklich nur dazu da ist, um einige Secrets zu verstecken. Ist jetzt nicht verkehrt, aber die beiden oder drei Kämpfe insgesamt hätte ich mir natürlich schon recht gerne zumindest so lange geschoben, bis ich wieder bei voller Partystärke bin. Denn zumindest wenn man jetzt mal guckt, ne, dieses Battle-Tutorial, warte mal, wegen das hier, genau, Rest, glaube ich. Wo war das? Ist ja auch wurscht. Ich glaube, es ist mal Zeit für eine weitere Kampfmusik. Und zwar werde ich jetzt mal Blood, I Need Blood spielen. Genau, also es gab irgendeinen Screen, der mir suggeriert, dass die beiden oder die drei zu einem Zeitpunkt wieder gemeinsam in einer Party sind. Das könnte natürlich so ein Fake sein, einfach so ein Red Herring, wie man so schön sagt. Eine falsche Fährte, auf die man als Spieler gelockt wird. Aber ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Party aus dem ersten Teil wieder gemeinsame Sache macht. Nicht ganz freiwillig, wahrscheinlich so eher so eine Kooperation, die auf Umstand basiert, eher als auf gegenseitiger großer Liebe. Na gut, hier komme ich wahrscheinlich auch nicht vorbei. Oh doch, guck mal hier. Ha! Abgefahren. Komme ich hier hin?
Ich finde dieses Farbdesign der Schatztruhen, das finde ich großartig. Ich habe da eine ganz ungute Befürchtung, die mich nicht loslässt. Ich muss erst nachschauen, bevor ich hier weitergehen kann. Okay. Diese Befürchtung scheint wohl zu sein, dass er... Aha. Aber wie komme ich da hin? Da war ich schon. Okay, aber das erklärt einiges. Zu dieser Schatztruhe möchte ich ebenfalls... Stellt euch diesen Dungeon jetzt im Übrigen mal vor mit Zufallskämpfen. Ja, hier war ich auch schon. Das wäre wirklich nicht schön. Aber ich werde hier zumindest an einen Teil der Höhle gebunden. Das heißt, wahrscheinlich muss ich so im Uhrzeigersinn um die beiden rumtänzeln, wo ich ja auch eigentlich schon war. Ach so, aber das ist dann ja doch einfacher, als ich gedacht habe. Na, Sapperlot. Oh nein, ich hatte recht. Es ist die Höhle. Da stehen sie. Versteinert bis in alle Ewigkeit. Durch mich. Wie konnte es nur dazu kommen? Das wollte ich nicht. Sicher, Asuka? Sicher, dass du das nicht wolltest? Ist es nicht dein Ziel, die beiden zu vernichten? Oder etwa doch? Das ist nur in mich gefahren. Meine Theorie ist ja wirklich, dass Meister Gardar seit dem Wechsel von Strife of Ian sozusagen weiter existiert. Aber auch am Ende von Vampire Stone 1 wollte Asuka ja Walner und Elaine töten. War das auch schon irgendeine dunkle Energie, die da auf ihn überging? Wir werden es womöglich erfahren. Dieses verfluchte Etwas, das von mir Besitz ergriffen hatte. Nun ist es in Jaina. Sie hat mein Schloss und ich habe nichts. Nicht mal mehr Freunde. Och Asuka, das tut mir so leid. Du bist doch so ein herzensguter Vampir. Du bist doch einer der aufopferndsten, freundlichst veranlagtesten Menschen oder Vampire, die es je gegeben hat. Aber brauche ich überhaupt welche, komme ich nicht allein genauso gut zurecht. Ich sag mal, allein aus Kampfeskraftgründen würde ich mir die Vampire in der ersten Generation und den Typ, der ganz gut mit dem Schwert umgehen kann und dich geköpft hat, vielleicht überlegen, ob der nicht auch eine gute Investition in deine gesundheitliche Zukunft ist. Die ganzen alten Zeiten, die Flucht aus Dradan, das Vernichten von Vincent Waynard. Also, das habe ich nicht vergessen. Ja, wir drei hatten viel Spaß damals. Bis zu diesem einen Augenblick, als wir das Buch fanden. Es war die Möglichkeit, etwas zu schaffen, eine bessere Welt. Besser. Doch was habe ich getan? Ich habe die Welt verändert, aber nicht nach meinem Willen, sondern nach dem Willen dieses verfluchten Etwas. Eine Welt, die mir nicht gefällt. Das mag ich nicht. Ich muss es rückgängig machen. Nichts und niemand hat das Recht, mich zu kontrollieren. Ich werde es vernichten. Doch dazu brauche ich Hilfe. Wieso bin ich nur so schwach? Werden Sie mir verzeihen, wenn ich es schaffe, Sie von Ihrem Zauber zu befreien? Ganz bestimmt, es wird alles ja, peaceful, easy. Weiner hat auch gar keine negative Emotion, weil du ihn zum Vampir umfunktioniert hast. So oft, wie du ihn als Versager, Wurm oder sonst was bezeichnet hast. Ja gut, das war gerade da. Wenn ich es denn schaffe, ich weiß noch nicht wie. Dies kann nicht Ihr Ende sein. Dies darf nicht Ihr Ende sein. Aha. Kleiner Powernap. Ich darf speichern. Schön. Die ersten 20 Minuten der Folge mit erfolglosem Rumsuchen verbracht. Aber ich habe die beiden gefunden. Und so kam es, dass Asuka nun wohl zum ersten Mal so etwas wie Reue spürte. Doch er wusste natürlich, dass dies nicht seine Taten waren, sondern die des Geistes, die von ihm Besitz ergriffen hatten und ihn kontrollierten. Aber Opa, was war das für ein seltsamer Geist? Nun, es war ein Schattengeist. Ähnlich wie eine Seele, doch in der Lage, sich gezielt zu bewegen. Seelen kann ein Vampir einfach einfangen. Schattengeister dagegen können sich wehren. Und anscheinend von Leuten Besitz ergreifen und sie tun lassen, was der Schattengeist will. Wie funktioniert das eigentlich? Das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon thematisiert. Da muss es doch irgendwelche Reglementierungen geben. Irgendetwas, was man dagegen unternehmen kann. Weil ansonsten, wenn die nicht körperlich sind, nicht besiegt werden können, ist das so ein bisschen schwierig, sich dagegen zu erwehren. Genau! Doch woher hat Asuka diese Macht gehabt, die Welt umzuformen? Nun, der Schattengeist hat selber Macht und erlaubt es seinen Opfern, Zauber zu sprechen, zu denen das Opfer selber nie fähig wäre. Aber wieso hat Asuka bzw. der Schattengeist in die Welt umgeformt? Ja, na klar, weil er wahrscheinlich einer der Elras-Magier war und als Elras-Magier die Elras-Magier wieder zum Leben erwecken möchte, was wir in dieser Skelettzeremonie ja gesehen haben. Mensch, Simon, denk doch mit! Das ist natürlich die Frage. Du wirst es im Laufe der Geschichte noch erfahren. Ich fand meine Theorie ganz schlüssig. Jedenfalls scheint es so, als hätte der Schattengeist ein oberstes Ziel. Und dies kann er wohl nur in seiner Zeit erreichen. Also zu der Zeit, als der Schattengeist noch kein Schattengeist war. Ja, er will diesen Zauberspruch.
Ist das eine Frage? Bin ich komplett auf dem Holzweg? Gadar hat die Zeit zurückgedreht, damit er in der Zeit die Fragmente dieser Steintafel lesen kann und den Zauberspruch lernt und damit die Vernichtung der Elras-Magier, die ja im weiteren Zeitenlauf passiert, wenn man die Geschichte ihren freien Lauf lässt, will er verhindern. Und dazu braucht er diesen Zauberspruch, damit die Elras-Magier bis ans Ende aller Tage herrschen dürfen. Oder so. Meine Theorie. Und das hat mit den Schlüsseln und den Steintafeln zu tun. Gotcha, Simon. Nice one. Genau. Und so hat er die Struktur der Welt umgeformt, so wie sie damals war. Damals, vor mehr als 1000 Jahren. Der Opa hat einen kleinen Kloß im Hals, ihr merkt das. Er hat die Bauten dieser Zeit wieder auferstehen lassen, ebenso seine Bewohner. Die wenigen Überlebenden dieser Umformung sind nun mit einer komplett neuen Welt konfrontiert. Städte wurden zerstört, doch längst verfallene Städte blühen jetzt in neuem Glanze. Das ist auch praktisch, weil dadurch können wir ein bisschen neuen Content machen und es ist nicht dieselbe aufgeblühte Sache aus Vampire Storm 1. Ich finde es ein sehr interessantes Storytelling-Device. Es war eine ungeheure Macht dazu notwendig, dies zu schaffen. Doch Asgard war voll von Macht und durch die zusätzliche Energie aus den Seelenmaschinen im Magiezimmer des Schlosses konnte der Schattengeist diese Energie aufbringen und ließ diesen Zauber von Asgard ausführen. Moment, das mit den Maschinen war aber nach der Weltumformung, zumindest wenn man der Narrative glaubt, oder? Doch nun ist diese Energie völlig aufgebraucht und Asgard nur noch ein Wrack seiner selbst. Oh, ein Wrack ist Asgard. Menschenskinder, Alben. Und Energie von Vanna und Elaine hatte sich der Schattengeist ja auch noch geholt. Stimmt, das ist richtig. Gut aufgepasst. Ja, Simon passt besser auf als ich scheinbar. Die hatte er natürlich auch noch. Und all diese Energie wurde dazu verwendet, die Welt umzuformen. Der Schattengeist hat ja jetzt ja Askas Körper verlassen und ist nun in Jaina drin. Hat der Schattengeist also komplett Askas Kräfte aufgebraucht? Ja! Ein Schattengeist braucht, wie gesagt, auch Energie, um Zauber zu sprechen. Die bezieht er unter anderem durch seine Opfer. Ja, sein nächster Energy Drink ist dann Jaina. Ach, und weil Askas Kräfte jetzt aufgebraucht waren, hat sich der Schattengeist ein neues Opfer gesucht. Yes, Sir. So scheint es jedenfalls. Und Jaina war wohl das momentan geeignetste Opfer. Diese Schattengeister sind wie Parasiten. Aber was ist jetzt mit Valna und Elaine? Kann Asgard sie wieder entsteinern? Na klar! Mit seinen verlorenen Kräften nicht, aber du wirst ja sehen. Auf jeden Fall passierte danach Folgendes in Asgards Schloss. Okay, ich habe diese Höhle scheinbar jetzt doch nicht in dem Maße erkundet, wie ich das gerne hätte. Oder es gibt mir noch die Möglichkeit dazu. Mal sehen. Ich kann nicht steuern. Nur sie wartet. Oha. Oder auch Zeit, Gorgoth. Gorgoth. Das klingt wie eine norwegische Black-Metal-Band, obwohl es gibt, glaube ich, eine, die Gorgoroth heißt. Raron! Raron! Ah, ein cooler Name. Lass diese Kommentare, Gada. Netter Körper. Passt zu dir. Danke. Er ist ganz brauchbar. Aber du scheinst ja auf junge Mädchenkörper versessen zu sein. Sie ist ein Vampir, das genügt mir. Hast du eines der Schlösser gefunden? Also scheint dieser Vampir-Spell von Vincent Brainard auch einer zu sein, also die kennen den. Hatten die damals schon Vampire? Gab es die damals schon? Das ist eine spannende Frage. Bei Vincent Brainard denkt er, oder dachte er, er sei der Erste, so wie ich das sehe. Aber wenn ich den Zauber sehe, naja, zu viel Spekulatius. Verflucht, Gedda, ich bin gerade erst wieder unter den quasi Lebenden und du fragst mich, ob ich die Schlösser gefunden habe. Ja oder nein? Du änderst dich wohl nie, wie immer. Du musst den Anführer spielen. Also Gorgoth greift... Nee, Moment. Also Gorgoth besitzt Raron. Also ergreift Besitz, das ist das, was die grammatikalisch da veranstalten wollte. Und Gadar besitzt Jaina. Und das sind beides wohl diese Schattengeister, was auch immer die tun. Tja, ohne mich geht es halt nicht. Du wolltest die Steintafel für dich allein haben. Mir ist bewusst, dass wir nur gemeinsam die Steintafel aktivieren können. Also spar dir deine Vorwürfe. Aber du hast dich ja anscheinend aus unserem Gefängnis befreien können. Wie man sehen kann, ja. Ein Narr hat den richtigen Zauberspruch gesprochen, der mich aus dem Buch befreite. Lähmung eines Blutgeistes.
aber das ist jetzt belanglos. Wichtig ist, dass ich es geschafft habe, die Schlösser wieder erscheinen zu lassen und mit ihnen die Steintafeln. Dummerweise wurde den Zauber auch der Clan der Heiligen Krieger herbeigerufen. Ich hasse dieses Gewürm. Also Würmer und Gewürm, das ist seine Lieblingsbeleidigung. Ja, dieses fanatische Elend. Doch sie werden nicht mehr lange ihre Schlösser halten können. Und wie sehr hast du hier auch bereits das erste erobert. Hast du die Steintafel schon? Nein, ich habe den geheimen Eingang noch nicht gefunden, aber das macht nichts. Den finden wir schon noch. Doch jetzt steht es mir mehr der Sinn danach, diesen Abschaum zu töten. Sorry. Nichts lieber als das. Das Schloss, das ich entdeckt habe, liegt weit östlich von hier. Gut, aber während wir mit einigen anderen Elras angreifen, muss jemand dieses Schloss beschützen. Nur nichts sicherer als das. Wir lassen ein paar Elras hier. Außerdem habe ich ihn hier. Ronak! Ronak! Ich wusste es. Ich habe Ronak in meinem Gehirn gehabt, bevor es angezeigt wurde. Ich schwöre. Ronak, komm her. Ach, Ronak, mein Buddy. Ich mag ihn so gerne. Aber dass er sich jetzt umfunktionieren lässt. Meister, was befehlt ihr? Was ist denn das für ein Vieh? Ich fand ihn vor einiger Zeit in der Nähe eines Wanderzirkuses. Das ist auch kanonisch das, was er in Vampire Stone 1 war. Trivia, am Ende von Vampire Stone 1 haben die nach dem Buch gesucht, Adelweiner und Elaine, wo ihnen dann aufgefallen ist, dass sie das Buch nicht mehr haben, um Ronak zu befreien und in eine menschliche Gestalt zu packen. Damit er nicht so aussieht, wie er jetzt hier aussieht. Finde ich okay. Ronak ist mein Buddy. Ne? Ich werde ihn befreien. Er ist ein treuer Diener, wenn auch manchmal etwas dumm. Nein! Ronak ist situativ intelligent. Meister, ich mache, was ihr mir befiehlt. Und du meinst, er ist in der Lage, das Schloss hier zu beschützen? Nee. Ronak wechselt auf unsere Seite, sobald wir mit ihm eine längere Konversation führen. Ich würde ihm sogar eine Gehaltserhöhung anbieten. Davon bin ich überzeugt, nicht wahr, Ronak? Ja, Meister, ich habe bereits hier. Halt den Mund! Glaubst du, das interessiert mich? Du sollst auf meine Fragen nur mit Ja oder Nein antworten. Dann muss ich dich erst wieder schlagen, damit du das kapierst. Fall für den Betriebsrat. Nein, bitte nicht schlagen, Meister, ich gehorche. Ja, das schreibt man mit S.A. Du siehst, Kadar ist loyal und gehorcht aufs Wort. Er wird hier für Ordnung sorgen. Na schön. Ich bezweifle sowieso, dass jemand hier angreift. Aber heißt das, dass Asgars Schloss oder das Schloss Ordains eines der legendären Schlösser ist und vielleicht das einzige, was im Verlauf der Story nicht eingestürzt ist? Oder ist Schloss Thranak nach einer Umfirmierung auch so eines dieser Schlösser? Ja, wir werden es herausfinden. Noch weiß niemand von unserer Existenz hier. Doch Asgar, Balnar und Elaine. Hättet ihr lieber mal, hättest du ihn möglicherweise am besten direkt in den Vulkan reingejietet, wäre das auch erledigt? Dann lass uns einen schönen Überraschungsangriff starten. Gut, ich hole ein paar Elras zur Unterstützung und du weist deinen Sklaven hier ein, was er zu tun hat, falls es zu einem Angriff kommt. Gut, mach das. Schloss Zaras! Was ist nur passiert? Asmus sagte, ich soll mich ein wenig an der frischen Luft aufhalten. Du kommst so vielleicht zu einem klaren Gedanken, sagte er. Vielleicht hat er recht. Ich mich nur erinnern könnte. Vielleicht, wenn ich an den Ort gehe, wo sie mich gefunden haben, fällt mir wieder alles ein. Ich muss es probieren. Die Luft ist schön. Man merkt, es wird Abend. Und man merkt, ich speichere. Aber die Folge ist noch nicht vorbei. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich bin Yuria. Ich will noch etwas draußen bleiben. Ja, okay, man will mich nicht ins Schloss lassen. Gibt es hier Schatztruhen? Gegenstand. Heilflasche, Schattenpulver, leere Flasche, Speicherstein. Die Frage ist, gibt es verschiedene Inventare, die dann switchen? Dass man sozusagen gemerkt wird, welche Items habe ich und dann switcht das, dass ich jetzt quasi einmal das Nyria-Inventar habe, einmal das Asgar-Inventar und einmal das... Wie gut, Weiler und Elaine wurde ja alles abgeknöpft, das hat Asgar ja inzwischen. Dass es die gibt. Das würde mich mal interessieren, weil scheinbar diese gesamten Heilbalsams, die es da gibt, scheint sie nicht zu haben. Kann ich mir nämlich dieses Geschickding ausrüsten? Auch nicht. Ja, ihr kennt das. Ihr wisst, dass ich nicht umhin komme, da jetzt mal nach einem Secret zu forschen. Aber auch hier leider nichts. Okidoki. Ja, ich kann jetzt natürlich hier noch hingehen, aber das ist auch ein bisschen witzlos. Nee, okay, verstehe. Gut, ich lasse das mal. Jetzt wahrscheinlich ist es so, dass sich hier auf der rechten Seite irgendein Secret befindet, aber ist dann halt so. Hier steht Schloss Zaras. Muss wohl der Name dieses Schlosses sein. Hat Asmus dir das nicht 2-3 Mal gesagt, wie das heißt?
Aber ja, Quellen checken, ganz wichtig. Ne? Fake News, kann durchaus sein, dass er da gelogen hat. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Ich weiß noch, dass da plötzlich dieses Beben war. Ich war auf einem Schiff, auf dem Weg nach Hause. Thürig. Ich hatte ein paar freie Tage, ich wollte nach Thürig, so muss es gewesen sein. Ah, okay, also da hat sie auch ordentlich einen gegen den Schädel bekommen. Oh, nein, nein, ich war nicht auf dem Weg nach Hause. Aber ich war auf einem Schiff. Aber ich habe doch alle Schiffe in Vampire Stone 1 versenkt. Sorry, Nyria. Tranak, ich sollte eine Ladung Waffen aus Lombard zu Schloss Tranak bringen. So war es. Okay, Lombard war die Wüstenstadt. Hieß auch mal Lombard, da war er sich nicht sicher. Wahrscheinlich regionale Dialekte. Und die haben günstiger Waffen herstellen können als die, als andere. Und natürlich musste König Geralt sparen, denn er musste ja die gesamten Steuereinnahmen an Vincent Waynard bezahlen, damit er die Vampire jagt. Fragt mich einfach, ich weiß es noch alles. Ist nicht so, dass ich etwa für das Recap die gesamte Story nochmal gesehen habe und dementsprechend noch relativ gut Bescheid weiß. Eine Waffenlieferung für die Soldaten. Doch wo sind meine Begleiter? Wo sind die Matrosen? Dieses Beben, stürmische Wellen. Immer höhere Wellen. Und ein bisschen blub blub. Okay, verstehe. Das Licht. Das helle Licht. Diese gigantischen Wellen. Das Schiff ist gekentert wie Finale ins Wasser. Das Licht kam näher. Ist sie gestorben? Dieser tiefrote Himmel voller Sternschnuppen. Das Licht. Ich gestorben? War es das Licht des Jenseits? Das Licht am Ende des Tunnels? Ich muss irgendwie gestrandet sein. Hier gestrandet. Wie habe ich das geschafft? Sollte ich dankbar sein, noch zu leben? Nein, ich bin stark! Ich habe es durch meine eigenen Kräfte geschafft, dem Tod zu entrinnen, oder nicht? Ich sag nein. Ja, ich weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, dieser Zufallsgenerator. Also, natürlich ist der so ein bisschen Plot-Convenience. Ne? Was möchte Malex denn, wer überlebt? Sicherlich, aber vielleicht gibt es da auch eine Erklärung. Nur die Stärkeren überleben, die mit einer starken Seele vielleicht. Die ab Level 20. Ja, gute Frage. Hey, was war das? Ah, dieses Teleportieren ist wirklich praktisch. Da vorne kommt jemand. Es sind ein paar dunkle Gestalten. Sollte ich mich verstecken? Nein, ich bin stark. Ich bin Nyria. Ich brauche von nichts und niemandem Angst haben. Oh, dieses Theme. Das Vampire Stone Action Theme. Oh, das ist doch Raron. Oh ja, da ist ja bereits die erste. Was wollt ihr hier? Spaß haben. Girls just wanna have fun. Was? Oh, ah, aua. Oh Gott, Nyria. Was für ein schwaches Weib. Erbärmlich. Sowas nennt sich Krieger. Gadda verpasst noch alles, wenn er nicht gleich kommt. Also vernichten wir noch den Rest. Oh, das könnte ein Schädelbasisbruch sein. Fuck. So, nach den Schlägen, die ich ihm verpasst habe, sollte Rona kapiert haben, was er zu tun hat. Aber wegen ihm komme ich jetzt zu spät zu dem Gemetzel. Verflucht, ich beeile mich besser. Ich werde mal versuchen, Jaina höher zu sprechen als Nyria und Elaine irgendwo in der Mitte. Ich habe, wie ihr wisst, ein großes Problem mit Frauenstimmen, weil ich ja eher eine tiefe und so eine hohe Stimme habe. Ah ja, gut. Gadda, mach du. Ich will auch jemandem den Kopf abreißen. Und da sieht sie ihre Schwester. Da liegt schon die erste dieser ach so starken heiligen Krieger. Es wird ein leichtes sein, dieses Schloss einzunehmen. Wirklich ein erbärmliches Bild. Verblutet vor einem Baum. Verdammt, ich muss mich wirklich beeilen. Also es scheint so, als ob Jaina nicht im Inneren dagegen ankämpft irgendwie. Oder zumindest nicht genug, weil nachdem sie ihre Schwester erblickt hat, hätte sie ja möglicherweise dagegen so. Also ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass sie da jetzt irgendwie gegen ankämpft und dass dann ein, sag ich mal, Wink der Menschlichkeit noch passiert, als sie ihre sterbende oder zumindest irgendwie stark verwundete Schwester sieht. Ich bin stark. Ah, sie versucht's. Komm, Nyria, du schaffst es. Was ist denn mit ihrem Gesicht los? Ich muss helfen.
Oh, okay, ich habe jetzt... Aber sie hat noch volle Lebenspunkte. Keine Sorge, ist nur eine Schramme. Ich muss den Kriegern helfen. Oi. Schloss Saras wird aber ordentlich zerbämselt. Heilige Scheiße. Ja, man muss auch dazu sagen, die haben ja gesagt, es gibt... Warum ist es plötzlich so ruhig? Sie haben ja gesagt, dass Schloss Saras... Ich gehe jetzt mal eben kurz hier hin. Es tut mir leid. Das Schloss Saras, die ganzen NPCs haben ja eigentlich, waren ja nicht vorbereitet. Die sind ja so ein bisschen careless geworden. Und da haben wir wieder die Vampires noch einen typischen Blutspuren und dekonstruierten Körper. Wie konnte so etwas passieren? Ich weiß, Nyria ist verletzt, aber man könnte auch ein bisschen schneller sprechen. So viele von uns. So wenige von ihnen. Von uns? Also sie fühlt sich jetzt schon als Teil der Heiligen Krieger, verstehe. Kurz Powernap. Wieso? Alter. Wo ist der Torso, der zum Rest dieses Körpers gehört? Wieso? Okay, also es bringt mir scheinbar nichts, hier weiter vorzugehen. Es ist natürlich die Frage, wie geht's meinem Level 50 Asmos Kleier? Was soll ich jetzt da unten? Ja, weiß nicht, die Steintafel beschützen oder so vielleicht. Nyria. Menschenskinder. Kann man sich doch denken, was die wollen. Wie schrecklich. Es ist jetzt mehr von dem, was auch unten passiert ist, ne? Also ich zähle zwei Elras Magier. Sie sind alle tot. Ja. Tragisch. Aber ich weiß nicht, Nyria, ob du den Luxus hast, hier jetzt hier wie angewurzelt stehen zu bleiben. So jämmerlich. Oh, die Konfrontation mit ihrer Schwester. Asmos Kleier und der Koch. Der arme Koch, was kann er denn dafür? Kann man den nicht auch versklaven? Lasst ihn am Leben, er hat doch nichts damit zu tun. Jemanden. Du wirst doch die Stimme deiner eigenen Schwester erkennen, oder nicht? Naja, es ist aber auch ein paar Jahre schon her, muss man sagen. Jetzt ist nur noch der Anführer und der Schlosskoch übrig. Was für ein jämmerliches Bild. Der Koch hat länger überlebt als der Rest seiner Krieger. Bitte verschont mich. Ganz sicher nicht, du Wicht. Nein, bitte nicht. Wirklich erbärmlich. Oh! Sieht schlecht für dich aus, Krieger. Diese Stimme. Jaina? Ja, da hat's Klick gemacht. Irgendwoher kenne ich die doch. Könnte meine Schwester sein. Du verfluchtes Weib. Verschwinde mit deinen elenden Elras-Magiern. Ist ja nicht niedlich. Verschwinden sollen wir. Ihr könnt mich töten, aber man wird mich rächen. Wir sind mehr als ihr glaubt. Euer peinlicher Clan wird durch uns vollkommen ausgelöscht werden. Niemals. Wir werden die Steintafel vor euch schützen. Du siehst die Niederlage nicht einmal, wenn sie unmittelbar bevorsteht. Die Elras werden sich das wiederholen, was ihnen gehört. Der Clan Heiligen Krieger wird niemals verlieren. Na, und jetzt habt ihr auch gewonnen, was? Deinen Spott kannst du dir schenken, verfluchtes Weib. Die Elras werden nie alle Steintafeln wiederbekommen. Wir werden die Welt vor euch und euren Wahn schützen. Was redet Jaina da? Sprich deine letzten kümmerlichen Gebete, Krieger. Asmus. Nein! Oi! Wurfmesser! Was? Asmus, lauf! Nyria! Haltet sie auf! Nichts wie weg! Sie rennt automatisch. Jo, mal eben diesen 3-Meter-Sprung. Nein! Haltet sie auf! Wieso ist das jetzt so wichtig? Schnell weg hier. Vorher noch mal den Schild checken.
Da muss wohl der Name dieses ehemaligen Schlosses sein. Das ist jetzt in der Hand meiner völlig verrückten Schwester ist. Hat sie nicht versucht, mit ihr mal eine Konversation zu führen? Aber warum verfolgen die sie? Also, ist das nicht völlig wurscht? Da läuft sie. Hinterher. Und hier kann ich dann speichern. Und ich würde sagen, es tut mir sehr leid, aber das nutze ich, um diese spannende Folge zu unterbrechen. Es ist abgefahren. Wird Nuria vor Jaina, Raron, aka Gorgoth fliehen können? Oder wird es ihr nicht gelingen? Wie ist das Schicksal von Asmos Klaia? Wenn sie die Steintafel an sich reißen können in Schloss Saras? Wie ist das weitere Schicksal der Welt? Ist Asgar imstande, die Versteinerung von Vayna und Elaine aufzuheben? Was wird passieren? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es aber bald erfahren hier auf diesem Kanal. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abonnement da lasst. Gerne auch beides. Und dann sehen wir uns zu Folge 9 von Vampire's Dawn, wo wir diese offenen Fragen hoffentlich beantworten können. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und ciao.